Wahrscheinlich wurde in der letzten Zeit kaum etwas so heftig diskutiert wie das Verbot von Dieselautos in deutschen Innenstädten. Nach Hamburg wird es ab 2019 wohl auch Aachen in Nordrhein-Westfalen treffen und in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch noch weitere Innenstädte. Also hier das Pro und Contra für Diesel- oder gegen Dieselfahrverbote in deutschen Innenstädten. Sind Dieselfahrverbote alternativlos, um die Luft in den Städten besser zu machen, oder handelt es sich um eine reine Symbolhandlung? Wer ist wirklich verantwortlich und was wird in Zukunft auf uns zukommen? Das alles und noch viel mehr jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, ein Thema, das heftig in der WhatsApp-Community diskutiert wurde und deshalb jetzt das Video hier dazu. Nach Hamburg, jetzt also auch noch Aachen. Anfang Juni hat das Verwaltungsgericht entschieden und einer Klage der Deutschen Umwelthilfe stattgegeben. Und so gibt es auch für die Bezirksregierung Köln keine Schonfrist mehr. Sie muss dafür sorgen, dass der Grenzwert für Stickstoffdioxid ab dem 01.01.2019 eingehalten wird. Die Stadt Aachen überschreitet regelmäßig und deutlich den Grenzwert, der bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegt. Wie genau die Stadt diese Auflage umsetzt, ist ihre eigene Sache. Aber hier wird wohl ähnlich wie in Hamburg kein Weg an Dieselfahrverboten vorbeiführen. Anders als in der Hansestadt dürfte es hier allerdings nicht reichen, wenn einzelne Strecken für Dieselfahrzeuge gesperrt werden. Es wird wohl zu einem flächendeckenden Verbot kommen. Dann will man abwarten und schauen, was die Werte sagen. Im Fall der Fälle müssten dann im Herbst 2019 auch Diesel mit Euro 5 Norm aus der Stadt gesperrt werden. Von einem Dieselfahrverbot kann nur abgewichen werden, wenn es genügend andere Maßnahmen gibt, die Schadstoffbelastungen anderweitig eindämmen können. Das sagt das Grundsatzurteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichtes vom 25.02.2018 und gibt so den rechtlichen Rahmen für ganz Deutschland vor. Aber ihr wisst selbst, auch andere deutsche Städte sind mit Hochdruck daran, die Luftreinhaltepläne zu optimieren und umzusetzen. Die Deutsche Umwelthilfe kackt nämlich in 27 weiteren Städten. Darunter sind auch Düsseldorf, Frankfurt am Main, München, Berlin, Stuttgart, Essen, Gelsenkirchen und so weiter und so fort. Und das Urteil zur Stadt Aachen gilt hier als richtungsweisend. Dazu schreibt die Deutsche Umwelthilfe auf ihrer Website: Luftverschmutzung ist nach wie vor eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit. Trotz europaweit geltender Gesetze und dem Recht auf saubere Luft werden die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Luftschadstoffe wie Stickstoffdioxid oder Feinstaub in vielen Städten und Ballungsräumen regelmäßig überschritten. Dies belastet die Gesundheit der Bürger und schadet unserer Umwelt und dem Klima. Bis zu 95% der Menschen in den Städten Europas seien Schadstoffkonzentrationen ausgesetzt, die ernstzunehmende gesundheitliche Schäden zur Folge haben, hervorgerufen hauptsächlich durch Industrie und Verkehr. Die Deutsche Umwelthilfe bezieht sich auf Studien der Europäischen Umweltagentur, nach denen es im Jahr 2014 mehr als 420.000 vorzeitige Todesfälle gegeben hat, die man alle auf die Feinstaubbelastung in der Luft zurückführen kann. Hinzu kommen knapp 80.000 Todesopfer aufgrund hoher Stickstoffdioxidkonzentration. Gesundheitliche Schäden verursachen Kosten bis zu 940 Milliarden Euro, also bis zu 9% des Bruttoinlandsproduktes der EU. Die Umwelthilfe plädiert dafür, alle 10 Millionen Diesel-Pkw der Abgasstufen 5 und 6 mit neuen Katalysatoren nachzurüsten, und zwar auf Kosten der Hersteller. Der Deutsche Städtetag, also der Zusammenschluss von rund 3.400 Städten und Gemeinden mit knapp 52 Millionen Einwohnern, lehnt Dieselfahrverbote ab. Der Verband sieht die Bundesregierung in der Pflicht, sie solle die Autoindustrie in die Pflicht nehmen und nicht nur Software-Updates, sondern auch Hardware-Nachrüstungen verpflichtend machen. Viele Städte und Kommunen meinen, dass sie die Grenzwerte für Stickstoffdioxid selbst bei einem absoluten Fahrverbot und Einführung einer blauen Plakette nicht einhalten könnten. Doch das ist kein Wunder, wenn man sich das Beispiel Hamburg anschaut. Hier gelten die Dieselfahrverbote an zwei besonders belasteten Straßenabschnitten, nämlich knapp 600 Meter der Max-Brauer-Allee, in der nur Diesel mit der Euro 6 Norm weiterfahren dürfen, und einmal 1,7 Kilometer in der Stresemannstraße, wo das Verbot ausschließlich ältere Diesel-Lkw betrifft. Bei Verstößen sind Pkw-Fahrer 25 Euro los und Lkw-Fahrer 75 Euro. Ausgenommen sind Anwohner
Bewohner und deren Besucher, Müllwagen, Lieferfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge und Taxis, die Fahrgäste aufnehmen oder absetzen. Knapp 24.000 in Hamburg gemeldete Fahrzeuge sind wohl vom Dieselfahrverbot betroffen. Doch welche Alternativen gibt es? Um die Schadstoffkonzentrationen in den Innenstädten zu senken, gibt es viele Möglichkeiten, beispielsweise die Anschaffung von Elektrobussen oder aber die Nachrüstung von Dieselbusflotten. Prinzipiell müsste der öffentliche Nahverkehr attraktiver gemacht werden, beispielsweise indem Mitarbeiter an günstige Jobtickets kommen. Auch der Fahrradverkehr kann gefördert werden, beispielsweise durch den Umbau der Hauptverkehrsadern. Städte wie Berlin wollen jetzt selbst gegen Dieselfahrverbote vorgehen, beispielsweise durch mehr Elektromobilität, mehr Tempo-30-Zonen und den Ausbau der Elektrofahrzeugflotten. Jetzt erst einmal haben die Verkehrsminister von Bund und Ländern beschlossen, die zugehörigen Stickoxid-Messstationen unter die Lupe zu nehmen. Schließlich sei es wichtig zu wissen, ob die Messungen überhaupt ordnungsgemäß verlaufen. Schließlich drohen Strafzahlungen von Kommunen und Städten Richtung Brüssel. Am Ende lässt sich festhalten, dass die Gesundheit der Menschen in den Städten an erster Stelle steht. Die Grenzwerte sind keine lose Empfehlung, an die man sich mal mehr, mal weniger halten kann. Doch letztendlich müsste die Bundesregierung jetzt mal ran, um eine bundesweite Regelung festzusetzen. Denn Gerichtsurteile werden jetzt Stück für Stück auch andere deutsche Städte dazu zwingen, Fahrverbote zu verhängen, die diese allerdings kaum umsetzen, geschweige denn kontrollieren können. Doch das Fatale ist, die Überschreitungen der Grenzwerte passieren regelmäßig und sind kein Geheimnis. Das heißt also, die Fakten sind bekannt. Das heißt, Industrie und Politik sind an diesem Chaos schuld. Zudem darf die Politik auch nicht vergessen, wer dahinter steckt, Autos und ihre Hersteller, die spätestens jetzt verpflichtet werden müssten, saubere Antriebe und massentaugliche Elektroautos auf den Markt zu bringen. Politik und Autoindustrie haben hier einfach versagt und jetzt für dieses Chaos gesorgt. Reine Schadensbegrenzung in Sachen Dieselkrise bringt uns jetzt gar nichts. Das bisherige Fahrverbot in Hamburg ist jedenfalls nicht mehr als ein reines Zahlenspiel, keine Spur von nachhaltigem Umweltschutz. Denn vielleicht werden die Emissionen so dort langfristig unter den Grenzwert gelangen, doch der Verkehr wird nur umgeleitet in weniger belastete Straßen. Heißt also, die Stickoxide werden umverteilt und keineswegs verringert. Man könnte das in Hamburg also tatsächlich als bloßen Aktionismus bezeichnet, mit dem die EU besänftigt werden soll und Strafzahlungen abgewendet werden sollen. Denn die drohen jetzt noch zusätzlich. Wenn ihr keine Videos zur Luftverschmutzung und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Dieses Skandal, Autoindustrie verantwortlich für Zehntausende Tote. Bis dann. Bleibt dran.